was, oder? Ganz ehrlich, ich traue dem Frieden hier nicht. Und bei so wenig Munition traue ich dem Frieden erst recht nicht. Oh mein Gott. Also wenn ich so viel Munition verballere, ja, dann werde ich, glaube ich, gegen Ruvik keine Chance haben. Und wieder so eine Tür. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ich glaube, da waren wir schon mal und jetzt ist alles kaputt irgendwie. Irgendwie scheint sich die Welt ständig zu verändern. Alter, hier war ich doch schon mal. Oder nee? Doch. Doch, hier war ich schon mal. Klar. Ein Safe House. Okay, unsere Update-Maschine ist weg und wir können leider auch aus den Kisten nichts mehr nehmen. Das heißt, wir haben nur noch die Munition, die wir finden. Oh oh. Das kann schon ein bisschen schwer werden. So, dann speichere ich jetzt hier mal ab. Sicher, sicher. Und wir sehen uns gleich wieder. Da sind wir auch schon wieder. Abgespeichert haben wir. Jetzt kann es weitergehen. Ich bin echt gespannt, wie es ausgeht. Aber irgendwie war ich hier schon überall. Der Aufzug kommt mir bekannt vor. Da ist keiner drin. Und täglich grüßt das Murmeltier. Nur beim letzten Mal war nicht alles kaputt. Okay, diesmal nach oben. Oder sind wir das letzte Mal auch nach oben? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber warum eigentlich so viele Punkte noch, wenn wir sowieso nichts mehr benutzen können mit Updates oder so? Ne, ist so weit oben. Wenn ich rauskomme, setze ich nie wieder einen Fuß in einen Aufzug. Das kann ich gut und gerne nachvollziehen, ja? Bin ich ehrlich? Alter, hat das auch irgendwann mal ein Ende oder so? Okay. Was ist denn das? Das ist, glaube ich, die Hauptgehirnzelle von Ruvik. Okay, ist das jetzt wohl Endgegner? Fragezeichen. Alter Schwede, was ist das? Da gibt es auch noch einen zweites Stockwerk, aber da kommen wir irgendwie nicht hoch. Okay, er macht's automatisch. Das kann nicht sein. Hilfe! Hilfe! Sebastian, geh weg von ihm. Sebastian, hör mir zu. Hör auf. Du willst doch dasselbe wie wir. Gut, ich verstehe. Du bist nicht der junge Detective und das ist nicht irgendein gewöhnliches Kind. Du hast Joseph getötet und auf mich geschossen. Für mich sind das im Moment ausreichend Gründe, dir nicht zu vertrauen. Du bist ein guter Mensch. Deshalb habe ich... Es macht keinen Sinn mehr. Wenn du weißt, wer dieser Junge ist, wenn du irgendetwas weißt, dann weißt du, warum er nicht weiterleben darf. Blödsinn. Es ist Ruvik. Er ist derjenige... Thank you.
Leslie, halt! Alter, heilige Scheiße, was geht denn da? Gerade ein bisschen sprachlos. Alter! Wow! Voll die krasse Scheiße. Alter! Fuck, Allah! Ah! Autsch! Okay, ich war gerade ein bisschen sprachlos. So, da sind wir wieder. Ey. Boah, übel, ey. Übel! Ah! Was geht ab, ey? Okay, konzentrieren. Ey, das ist richtig krass, ey. Lass uns da. Jetzt mal da durch. Ach komm, ey, ich war doch schon drüben. Der macht Matsch aus mir. Oh Mann, mir fehlt die Sprache irgendwie. Tut mir leid. Boah, ey, krass, ey, übel. Ja klar, schmeiß doch mit Autos gegen mich, ey, hast schon recht. Boah. Wow! Alter! Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie oft wir das jetzt machen müssen, bis ich da oben bin. Ey, total krass. So. Einmal links. Einmal leicht darüber. Ja. Ach, wir rennen automatisch. Gut. Und gleich rüber. Boah. Haben wir es jetzt. Boah. Alter Schwede. Die Frage ist, wo sind wir jetzt eigentlich, ja? Wow. Wow. Ey. Action pur, meine Freunde. Wow. Da ist der MG drauf. Hallo. Geh doch mal. Ja. Mal, ey, Alter. Wow, Action, boy.
nun mal, ey. Nicht wahr, oder? Ey, wir verrecken nur jetzt nicht daran, oder? Schnapp dir das Ding! Alter Schwede. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, auf was ich schießen soll. Ich baller einfach mal drauf. Mal sehen. Ah, jetzt wird mal was angezeigt. Alter, wie soll man? Matsch, mein Freund! Alter! Kontrollpunkt erreicht. Können wir uns bewegen oder so? Diese Welt erschaffen. Du kannst mich hier nicht festhalten. Ruvik. Ich habe jetzt momentan keine Ahnung, was wir machen sollen. Sollen wir jetzt dahin laufen oder was? Also irgendwie scheint es auch, dass wir der Einzige sind, wo da drinnen sind. Also von denen, wo wir jetzt kennen. Ich habe, glaube ich, auch keine Waffe mehr oder so. Nein, wir haben gar nichts mehr. Wir haben keine Waffen mehr, wir haben keine Medizin mehr, wir haben gar nichts mehr. Ich werde jetzt hier mich mal kurz umschauen, aber scheint so, als wären wir die einzige Person hier drin. Ich denke mal, wir müssen da hinlaufen. Ich erledige das. Okay, dann mal los. Mach deine Pflicht. Das? Also nur mal zum Mitschreiben. Voll die Action pur hier. Die Maschine ist praktisch Ruvik. Totale krasse Scheiße. Also,
Die letzten paar Minuten jetzt gerade, ey, voll krass. Da fehlen mir einfach die Worte. Und, boah, Wahnsinn. Ich glaube, wir sind am Ziel und wir haben das Gehirn von Rubik vor uns. Okay. Tun wir unsere Pflicht und setzen dem Ganzen ein Ende. Hoffe ich zumindest. Man weiß ja nie, was danach kommt. Also, los geht's. Lebenszeichen, Sir. Lasst ihn hier. Und die beiden auch. Die gehen nirgendwo hin. Nirgendwo. Okay. Los, los, los! Detective! Sind Sie okay? Ist noch jemand hier? Ich brauche ein wenig echte, frische Luft.
Kapitel überlebt, Abschlussbonus, Maschinengewehr erhalten. Wow, krass. Ja, liebe Leute. Raketenwerfer erhalten, okay. 50.000 Fertigkeitspunkte erhalten. Wow. Krasse Scheiße. Und speichern natürlich. So, liebe Freunde, das Spiel ist durch. Kann man so sagen. Also, Drittelbildschirm. Ja, das Spiel ist durch und ein krasses Ende, meine Freunde. Aber richtig krass. Darauf will ich jetzt nochmal kurz eingehen, auf dieses krasse Ende. Also, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ganz ehrlich. Weil ich habe gedacht, boah, wir haben jetzt Ruvik erledigt und wir wissen jetzt, um was es geht. Wir wissen, dass er eine Maschine war oder sein Gehirn war eine Maschine. Und das konnte dann diese Sachen machen. Also praktisch, wir waren die ganze Zeit in der Badewanne, in so einer Badewanne mit so einem, ja, so einem Schlauch hinten im Gehirn. Da, dass wir mit ihm verbunden sind irgendwie. Und haben die ganze Scheiße dann praktisch nie real erlebt, sondern nur virtuell. Praktisch wie im echten Leben jetzt hier jetzt gerade auch. Und es ist alles, hat sich nur in unserem Kopf abgespielt. Richtig krasse Scheiße, also der Endspurt, das war richtig der Hammer. Auf jeden Fall, aber ich muss eins sagen, die letzte Szene, die hat mich ein bisschen überrascht, wo sie gesagt hat, aber er bleibt hier. Und da habe ich mir gedacht, Devil Within, Teil 2? Also ich, nach meiner Meinung ist es wirklich ein offenes Ende und ich glaube entweder, dass wir in einem DLC weiteres erfahren, was da so alles auf uns noch zukommt, oder wir werden es in einem zweiten Teil erleben. Ich bin mal gespannt, wie es endet, oder ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich werde mir das DLC auf jeden Fall noch holen. Und da werde ich es auf jeden Fall zocken. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie es da weitergeht. Und ich bin auch gespannt, ob es vielleicht einen zweiten Teil wird. Ob es einen zweiten Teil dann irgendwann mal gibt. Auf jeden Fall ein klasse Horrorspiel. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, dass ihr dabei wart. Auf jeden Fall war es richtig, richtig cool. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder beim DLC, wenn ich das dann Let's Play oder bei anderen Let's Plays, die gerade noch laufen auf meinem Kanal. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal, euer Players Club Member Bibi und ciao.